Geht, Leute. Mein Name ist Andrew Fox und willkommen bei der nächsten Folge von Fallout 4 in VR. Ach, so langsam habe ich das Gefühl gewonnen, mit diesem Spiel warm zu werden. Ist ein langer Weg, war ja abzusehen, dass man dieses Spiel nicht in 8 bis 10 Folgen durchspielen kann. Denn jetzt fängt es erst richtig an. Ich hoffe, es passiert noch mehr. Beim letzten Mal haben wir die Mission von Paladin Dance bezwungen. Und sind jetzt ein Teil der schildernden Bruderschaft. Manche sind dafür, manche sind dagegen. Wir müssen uns erstmal beweisen. Und da haben wir jetzt auch ein Stück weit angefangen. Und jetzt müssen wir das Commonwealth bereinigen. Dann machen wir jetzt auch weiter. Und ich hoffe, euch gefällt's. Los geht's. Oje, oje, oje. Es sieht nicht schön aus. Mir gefällt die Farbe nicht. Aber nun gut. Bei jedem Blitz kriegen wir ein bisschen mehr Strahlung ab, würde ich sagen. Okay. Würde ich sagen, gehen wir schnell weiter. Ich glaube, das könnte unser Ziel sein hier. Ist das? Rotunde. CIT-Rotunde. Okay. Ja, hier sieht schön aus. Hier gefällt es mir. Eine Universität scheinbar. Vielleicht finden wir hier Bleistifte. Oh, das ist... Achso. Ich dachte, die wäre scharf. Hier ist nichts. Ventilator lassen wir weg. Denn wir haben immer noch das Problem, dass wir nicht viel tragen können. Kreide? Braucht man Kreide? Ich bin nicht sicher, ob man Kreide braucht. Oh, fast übersehen. Wie kann man das denn übersehen, Leute? Wie kann man das... Oh. Okay. Von einer Action zur anderen, würde ich sagen. Geht's raus? Sins. Ganz klar Sins. Eine Mini-Bomb. Nehmen wir doch glatt mit. Irgendwie müssen wir da hochkommen. Hat er mich fast gesehen. Wir sind genau über unter ihm. Was das? Muss Stimpaks hier finden. Oh, sorry, wollte nicht stören. Ein leerer Raum. Super. Raider wären mir lieber. Aber auch diese Plage werden wir her.
Wahrscheinlich geht's da raus. Technology. Nee. Boah, das geht richtig in den Rücken. Aber anders geht's nicht. Das Leben ist kein Ponyhof. Oder Wunschkonzert. Jemand da? Hallo? Darf ich das sein? Was? Wer darf sein? Darf was sein? Das lief jetzt nicht so perfekt. Obwohl ich gut geschlichen hatte, war das nicht so gut. Okay. Wir haben zwar Granaten, nächstes Mal besser kämpfen. Aber die kann ich nicht mit der aktuellen Hand werfen. Es ist halt blöd. Leute, das schaffen wir. Was das sein? Geräusch? Da was sein? Dich töten! Boah, da oben! Nein, verlass mich nicht, Tracking! Dieses vermaledeite Tracking. Jedes Mal. Das war peinlich. Eieiei. Da bin ich hingefallen. Quick save. Oh fuck. Genau über mir. Okay, der ist safe. Yeah.
Puh. Langsam fange ich an zu schwitzen. Looten können wir auch später. Erstmal möchte ich diesen Drecksack haben. Ja, muss es doch hier nach oben gehen. Da geht's nach oben. Und jetzt haben wir ihn. Noch einer. One to go. Das war's. Das waren alle Supermutanten. Puh. Das hat mal wieder Spaß gemacht. Einmal mal schön Licht anmachen. Also, aber jetzt habe ich langsam mal genug von Supermutanten. Oder was meint ihr? Wäre mal nett, wenn was Neues passieren würde. Safe? Geschafft. Nehmen wir. Brauchen wir nicht, aber. Nehmen. Und unsere Boss-Chest. Ein Schlagring, okay. So, kaufen. Ein Modell, das man nicht sieht. Irgendein Bug, aber trotzdem gut Geld gibt. Da ist die Mitte des Raumes. Looten wir noch den ganzen Scheiß. Und dann würde ich sagen, suchen wir uns endlich mal das College, was unsere eigentliche Aufgabe ist. Damit wir endlich unser Loot verkaufen können. Bis dahin skippe ich auf jeden Fall. Ich denke mal, es wird jetzt nichts Spannendes passieren, außer dass ich hier den Laden noch ausluten werde. Das hier. Tür. Ein Bett. Nichts drin. Na gut, bis gleich. Oh, es wird langsam dunkel. Gucken wir, dass wir... Ich guck nochmal auf der Karte, ob man das... Gleich sieht unser Ziel. Ah, natürlich. Ganz woanders, okay. Ganz woanders, okay. Denn das machen wir jetzt auf jeden Fall zuerst. Das College. Bevor es dunkel wird. Und ich dachte, ich hätte einen super Orientierungssinn. Wow. Beruhig dich. Ah, es war schlecht. Schlecht getroffen. Alles voller fucking Ghule. Genau, da ist es doch wahrscheinlich.
mit ihren leuchtenden grünen Augen. Das ist eigentlich Munitionsverschwendung, ich weiß. Oh fuck. Aber die geben gut Punkte. Komm, 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 komm. Meint ihr das jetzt mal alle? Ich hab nicht Bock, meine ganze Munition dafür auszugeben. Ja. Quick save. Na, wo ist denn jetzt das? Jetzt wieder dran vorbeigelaufen. Ist doch genau hier irgendwo. Alter, noch mehr. Ich weiß, ich muss sie nicht töten. Ich hätte auch schleichen können. Hätte, hätte. Wäre jetzt gerade ein ganz anderes Problem. Wo ist College Square? Dann machen wir halt eine Schnellreise. Ja. Geht nicht. Super. Lokale Karte. In der Richtung oder was? Da? Kann doch nicht sein, dass ich diesen Scheiß nicht finde hier. Oh, eine Mine. Ich hab ihn gesehen, aber hatte dennoch irgendwie Angst. Ich finde diesen Drecksweg nicht. College Square. Station. Ja, ich weiß, dass da ein Bahnhof war. Aber es handelt sich gar nicht um eine College. Oh Mann. Gar nicht gut, wie viel. College Square Station. Oh Mann. Quick save. Na also. Wir haben es endlich mal geschafft. Und Munition geht langsam auch dem Ende zu. Gefällt mir gar nicht. Ich hoffe, die sind alle tot, ey. Keine Lust wie bei Alex, dass sie plötzlich aufstehen. Ist nichts. Außer Munition. Hm.
war jetzt ja nicht bedeutsam viel. Was? Tricks. Falle. Ich muss vorsichtig sein. Wir sind Fallen ausgelegt. Okay. Das passiert kein zweites Mal. Versprochen. Okay. Gule. War ich nicht derjenige, der gesagt hat, ich möchte mal was anderes? Boah. Level up! Natürlich investieren wir das gleich. Okay, Freunde. Was machen wir? Wir sind nach wie vor auf dem Schnörrer-Grind, aber brauchen Level 24, also können wir das weglassen. Aber wir können jetzt Kommando machen, da wir jetzt ein Gewehr haben. Ein hartes Kampftraining führt dazu, dass automatische Waffen 20% mehr Schaden verursachen. Ja, wir haben doch eine automatische Waffe. Okay. Ne, wir haben eine semi-automatische Waffe. Ah, da nicht automatische. Bleibt tödlich, auch aus der Ferne. Angriffe mit nicht-automatischen Gewehren verursachen 20% mehr Schaden. Das ist halt die Frage. Haben wir irgendwann... Also ich weiß nicht, ob wir... Bei was wir bleiben. Gibt's nicht allgemein Gewehre? Oder wir könnten unseren Hund... Wo ist eigentlich unser Hund? Oh, den muss ich auch noch irgendwo holen. Kein Wunder, dass es ein bisschen schwieriger ist. Ohne Hund. Der ist uns irgendwo verloren gegangen. Den muss ich wahrscheinlich wieder spawnen lassen irgendwo. Ah, dieser Bug ist manchmal präsent. Kronkorken brauchen wir keins. Also ich würde sagen... Ich würde sagen, ich habe keine Ahnung. Vielleicht Expertenschlösser knacken? Ja, wird mal vonnöten, bis wir endlich wissen, ob wir nicht automatische oder automatische Waffen nutzen. Ja. Quick Save. Okay. Oh. Weiter geht's. Ja, Ghost müssen wir irgendwie... Müssen wir auch irgendwann mal wiederholen. Ja, total vergessen. Gucken, ob da Haarklammern sind. Die sind meist in Koffern zu finden. Cool. Patronen schon mal gut. Psycho zum Verkaufen. Ein bisschen den Rücken entspannen hier. Eine Kronkorkenbox. Nehmen wir natürlich mit. Warum der da liegt, hinterfragen wir jetzt einfach mal nicht. Alles durchsuchen. Ein Kinderwagen. Okay. Nicht das da. Okay, okay. Man weiß nie, es könnte was rausspringen. Oder eine Bombe versteckt sein. Das nehme ich dir mal ab, Buddy. Das brauchst du nicht. Okay. Nicht mit mir. Dude, nicht mit mir. Nicht ohne meinen Anwalt. Sag ich da nur. Ganz gut wäre auch eine Waffe, die unsere 10mm Patronen nutzt. Abgesehen von der Pistole
So eine kleine Uzi oder so. Wir müssen jetzt auch langsam mal ein bisschen überlegen, was wir machen. Wenn wir keine Munition mehr haben. Na gut, ich könnte beim nächsten Mal What? Ah, okay. Warum ist das? Warum ist das rot? Ist doch nicht normal, dass es so rot ist. Ich hasse dieses Ding. Nicht witzig. Bin mir nicht sicher, ob die Äffchen explodieren irgendwann mal. Oder ob das einfach ihre natürliche Funktion ist. Bei Herrn... bei Herantreten Zeugs zu machen. Aber gut. Wir werden es nicht erfahren. Verstanden war es. War es eine gute Wahl, den Perk zum Schlösserknacken genutzt zu haben? Sonst wäre uns dieser Bereich verborgen geblieben. Leben und Lieben. Du hast eine Ausgabe von Leben und Lieben gefunden. Begleiter verursachen dauerhaft plus 5% Schaden. Das wäre schön, wenn unser lieber Ghost hier wäre. Gut, dann lassen wir ihn mal hier ein bisschen aufräumen. Zwei Einheiten sind an diesem Terminal. Aktivieren wir beide natürlich. Cool. Sehr gut. Ja, der macht jetzt seine Arbeit, schätze ich mal. Buddy 2 kommt auch. Der war mir ein bisschen zu nah. Schade, haben die keine Munition bei sich, aber warum auch? Warum sollten Ghule auch... Hat dir den Arm abgeschlagen? Komm, ja, komm, ich glaub an dich, das schaffst du. Los, den zweiten Arm, richtig gut. Und noch, komm, jetzt noch Beine. Komm schon. Ausweichen nicht vergessen. Die rechte und die linke. Nicer, da ist er. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Na, da war das andere. Ist es auch? Ja, gesichert. Immer schön hacken. Denn das gibt natürlich auch Punkte. Wie schön. Quick Save. Da hinten ist einer auf jeden Fall. Was, Chest? Oder nur einer? Ich dachte, ich hätte zwei gesehen. Auf jeden Fall liegt hier Öl auf dem Boden. Achso. Ich dachte gerade, eine Bubble Boy? Nee, Bubble Head? Oder Chest? Eine Pistol. 20% Chance to cripple the target's lag. Oh, wird verkauft wie immer. Gut. Die Quest haben wir gerade übrigens geschafft. Falls ihr es nicht gesehen habt, ist dieser Bereich safe. Gesehen.
Und den paar, die noch übrig sind. Den machen wir jetzt auch noch kurz. Dieses Tracking manchmal. Aber darüber darf man sich nicht aufregen. Das hatte ich letztes Mal schon gesagt. Das ist halt nun mal so. Bin froh, dass es an sich reibungslos läuft. Bis auf ein paar kleine Einzelmomente. Wie schön. Toll. Ne, der Moll H-Klammern. Der war schlecht. Aber manchmal habe ich auch Probleme, die Waffe richtig zu halten. Immer daran, je nachdem wie ich stehe. Schafft er die alle? Oh, mal gucken. Nö! Nope! Ich dachte, ich könnte Munition sparen. Dem war aber nicht so. Kronkorken. Bei mir auch nicht. Ja, wenn, dann sind nur die Figuren wertvoll. Die kann ich dann für ziemlich viel Geld verkaufen. Aber ansonsten findet man da eigentlich nicht so aufregendes Zeug. Hier können wir noch rein. Stimpack. Oh, und Säure. Säure brauchen wir auch natürlich für die Munitionherstellung. Aber wir haben immer noch keinen Bleistift. Ja gut, weil ich auch dachte, College, dass wir hier in der Schule sind. Dem war aber nicht so. Und jetzt haben wir das ganze Ding jetzt schon mal abgeschlossen. Ja, ich habe ein bisschen mehr erwartet von dem Scheiß. Die Runde ist auch schon bald vorbei. Zur Frage, was machen wir jetzt noch mit der restlichen Zeit? Auf jeden Fall werde ich... Jetzt gehen wir erstmal raus. Wir geben auf jeden Fall jetzt mal kurz die Quest ab. Ich hoffe, es kommen jetzt nicht wieder schon Ghule. Wäre eine kurze Respawn-Zeit. Hat keinen Bock, Munition zu verschwenden. So, Private meldet sich zurück. Oh, der Sack schläft. Ist mir egal, ich kann ihn eh nicht leiden, deswegen wecke ich dich. Hallo. Private Fox meldet sich zum Dienst. Bist du fertig oder was? Yes. Bestätigt. Bestätigt. Na, das ist doch mal eine nette Überraschung. Hier, melde dich jetzt bei Paladin Dance. Er hat eine Mission für dich. Wenn du für den nächsten Einsatz bereit bist, weißt du ja, wo du mich findest. Gut. Gut, machen wir beim nächsten Mal aber. Auf jeden Fall
werde ich zurück nach Red Rocket gehen. Hallo, Waffe. Zurück nach Red Rocket gehen. Ganzen Scheiß verwerten, den wir jetzt gesammelt haben. Gucke, dass ich Ghost wieder herbeschaffe. Nein. Ich weiß. Lass mich ausreden. Und dann werden wir hier wahrscheinlich weiter die Questreihe machen. Das gefällt mir. Da haben wir wenigstens einen Plan, wo wir überall hingeführt werden. Okay. Ja. In diesem Sinne, ab zu Atmat. Puh, Leute. Jetzt komme ich ein bisschen ins Schwitzen. Einmal sind wir gestorben. Na gut, es ist verzeihbar. Ich hoffe, es wird jetzt langsam ein bisschen spannender, wenn wir jetzt allmählich die Mission von der stillenden Bruderschaft annehmen. Ich werde natürlich bis zum nächsten Mal wieder ein bisschen Munition craften, dass wir auf der sicheren Seite sind. Ein bisschen Blei müssten wir, glaube ich, haben. Bin mir aber nicht sicher. Wir werden sehen. In diesem Sinne, euer Enel Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.